Hallo, mein Name ist Triton und herzlich willkommen zu Let's Play Rubinum 2. Eigentlich nur Rubinum. Soll ich jetzt auf einmal wieder P-Server spielen, beziehungsweise generell Medien liegt eigentlich daher, weil du kannst mit Medien aufhören schon, aber halt. Ich bin generell einer, ich sage, ich hoffe mit Medien. Nein, spätestens nach 3 Minuten oder so, bam, neue P-Server runter. Und ich bin jetzt nicht so der Fan von Fun-Servern oder so. Ich bin ja immer schon der Fan gewesen von Oldschool-Servern. Und daher kam eben Rubinum sehr gut für mich, weil es sollte ja anscheinend ein sehr guter neuer Oldschool-Server sein. Ja, ich habe mir auch mal Apollo angeschaut, aber Apollo ist jetzt eher so. Naja, bin ich jetzt nicht so gerade der übelste Fan davon. Daher bin ich wirklich mehr der Fan jetzt hier von Rubinum. Ja, ich bin Level 26. Ich weiß, ich habe die Eier, das Let's Play nicht mit Level 1 anzufangen, aber ich meine, hey, das ist doch extrem schlimm. Also, bitte, kommt schon. Hat man jetzt mit Level 1 oder 26? Da. Und das Einzige, was man sowieso nur machen will, ist eigentlich auf Level 30, weil man war ja auch schon nett. Rekfarm hat ja auch eine plus 8 mit unglaublichen 1 DSS und 3 FKS, weil ich bin einfach Medien 2 in Oberbabo. Gott, dass ich dieses Wort allein schon sage, würde ich mir am allerliebsten jetzt irgendwas abschneiden, irgendwas richtig Krankes und dann halt auf diverse Seiten hochladen und so weiter. Fame aufbauen. Gott, leck mich am Arsch. Dass man einfach immer nur so reden kann, ist unfassbar. So, ab mal die Reika plus 9. Okay, ab mal die Reika plus 7. Geht aber nicht, weil man kein Geld hat. Ach, shit. So, das Gaul holen. Sonst wird man hier noch behindert. Sonst wird man hier noch behindert. So, bis Level 30 könnte es ein bisschen dauern. Aber hey, während der Zeit ist wieder mal richtig angebracht, mal wieder ein bisschen zu reden. Euch ein bisschen sagen, wie sehr ich euch liebe und so. Da bist du. Nein, da bist du. Ah, okay. Nein, ich wusste gerade nicht, was ich machen soll, bis das Spawn kommt. Daher hat man das jetzt auch gerade gemacht. Weilbaum. Einfach nur Weilbaum. So, immerhin gleich Level 27. Juhu. Einfach nur wunderschön. So ein bisschen das Musik leiser. So. Ja, um was geht es? Rubinum. Jo. Ich glaube, mehr oder weniger, die meisten werden das eh von euch kennen mittlerweile. Ist von Easy, ein Server. Also laut YouTube hat er mal einen anderen. Ich habe den Namen vergessen, tut mir leid. Was das aber halt hauptsächlich wirklich an Oldschool hat, ja, das Leveln. Aber das Leveln allein würde ich jetzt nicht allein als Oldschool und alles sagen. Beziehungsweise ja schon auch irgendwie. Ist halt aber trotzdem immer wieder wunderschön, sowas zu spielen auf dem Oldschool-Server. Das Einzige, was mich ein bisschen aufregt, jetzt auch hier, obwohl ich dann noch nie verwendet habe, ist der Switchbot. Weil ich finde, der Switchbot macht irgendwie Server kaputt. Weil auf gutes Gear zu kommen, mit extrem guten Bonis rein und so weiter, das ist dann mit Switchbot, naja, nicht schwer. Also ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel vergleicht auf Shiro auch, weil Shiro ist auch ein richtig geiler Server, habe ich auch gespielt. Habe ich eigentlich mehr oder weniger die Zeit nach SG eigentlich regelrecht gesuchtet, aber halt nicht so lange. Ich glaube nur 2 Tage, aber das hat schon gereicht, dieses Gesuchte, dass man alles auf B hat, Level 75 und so weiter. Naja, es war halt schön. Aber naja, immerhin, nur halt der Switchbot hat halt wirklich ein bisschen gesagt, nein,
Sie drücken ein bisschen das Game down, habe ich so. Aber jetzt schau ich mal auch mal auf dieses Schwitz. Ja, auf die Schwitzpots. Jo. Warum meinte ich nicht? So. Was ich jetzt mit euch über dieses Video reden wollte, war heute mal irgendwie ein kleines bisschen über andere YouTuber. Jetzt mal vorweg, versteht das nicht provokant gegenüber anderen YouTuber, auf keinen Fall. Oder beziehungsweise einfach lernen mal zuzuhören, was man eigentlich genau über denen sagt. Da sollte gar keine Kritik und rein gar nichts dessengleichen sein. Aber egal. Über welchen YouTuber ich eigentlich reden wollte, ist eigentlich auch einer von Medien 2. Was heißt einer? Eigentlich aus meiner Sicht, finde ich selber, allein durch die Bearbeitungsart, wie er das alles macht, plus ein Content, was er bringt, ist für mich immer noch der Don, also Don Ghetto. Kennt sowieso fast jeder von euch. Also der Up-King, Up-Gott eigentlich, wenn man so sagt, laut ihn. Was ich jetzt euch mit euch reden wollte, ist es auch, dass irgendwie er wieder lustigerweise dass er mich so in Anführungszeichen durch seine Videos wieder dazu gebracht hat, dass ich wieder jetzt auch wieder sage, okay, wieder mal Medien, yep, nach SG, weil ich habe ihm, es war ihm ungefähr lustig da, wo ich gesagt habe, nee, Medien, SG, kein Bock mehr, sorry. Dann habe ich das gesehen eben auf von Don, ebenfalls aufgehört auf SG, natürlich auf DE. Habe ich mir nur gedacht, oh, LLWTF. Aber jetzt ist er ja Anführungszeichen zurück, oder was heißt zurück? Ich meine, man wird halt immer ein bisschen spielen, halt nie so intensiv wie früher. Aber ich finde das irgendwie schon auch krass, weil ich war auch immer schon so der Fan, so von das, was er macht. Also von Medien hauptsächlich jetzt wirklich einfach nur appen. Blablablub und so kleine Videos machen wie er. Also das, beziehungsweise so hätte ich eigentlich den Aufbau dieses Kanals eigentlich auch geplant. Dass so hauptsächlich nur LPs über Medien kommen, eigentlich weniger. Es ist eigentlich dazu zu LPs gekommen, weil man wenig Content sonst so drauf hat, weil ich meine, bis man was schafft, beziehungsweise bis man das alles vorbereitet hat, dauert es extrem lang, darum dachte man, ach, da macht man einfach währenddessen ein LP daraus und dann hat man das halt so rein. Und man nimmt halt ab und zu auf, wenn man Lust hat. Außer halt natürlich, wenn man sagt, okay, man macht halt einen neuen Char oder blablabla, wie auch immer. Aber ich meine, das war ja auf SG ja auch nicht so. Ich meine, wir haben mit den einen angefangen. Da habe ich nur dann keine Lust mehr gehabt, alles von neu ihm wieder komplett aufzusetzen und hochzumachen. Darum hat man auch gesagt, weißt du was, nö, dankeschön. Wir machen einfach mit einem anderen weiter, nicht genug Young. Deine Mutter hat nicht genug Young. 850, mach leck mich doch mal. Und ja, das ist dann halt gekommen. Aber es ist halt auch so, weil mich andere Leute auch schon mal gefragt haben, also teilweise Abonnenten und teilweise auch Nicht-Abonnenten, haben gefragt, warum ich eigentlich nur Medien bringe. Ja, eigentlich, der Kanal ist mehr oder weniger aufgebaut auf Medien 2. Ich meine, ich spiele auch mehr oder weniger nur Medien 2, wenn gerade nicht ein gutes Game rauskommt. Aber das kommt sowieso gleich. Ich hoffe, beziehungsweise ich habe große Erwartungen immer noch im Watch Dogs. Extrem große Erwartungen. Aber da es ja schon auf Steam rausgekommen ist und dass man jetzt schon weiß, dass es trotzdem nur via Uplay Game wird, hat man sich schon gedacht, oh mein Gott, nein, leck mich am Arsch. Weil Uplay extra... Ach, scheiß auf Uplay. Ohne Scheiß Ubisoft, lass doch mal. Ach, eben hat's auch Ringe gerobbt. Ach, wunderschön. Und sonst, ja, Aliens wäre halt noch so ein Titel, auf den man sich freut. Das neue COD? Pff. Ach, hau doch ab mit diesen scheiß COD, langsam. Mac Richards hat immer gesagt, du schaffst alles. Das hat mich oft geärgert, nämlich immer dann, wenn es mir besonders beschissen gegangen ist. Da wollte ich eigentlich hören, dass ich arm bin, dass ich allein tue.
von ihr, von dem einzigen Menschen in meiner Welt, der mich unendlich versteht. Shut the fuck up! Ohne Scheiß, what the fuck? Also manchmal denkt man sich, ach mein Gott. Oh mein Gott. Hat doch die Schnauze. Ach, Werbung, sowas Wunderschönes. So, naja. Aber ja, back to topic. Ich glaube, mehr oder weniger, was viele Leute von euch wissen, ist, dass ich generell ein Riesenfan von Animes bin. Also, mehr oder weniger schaut mein Tag wirklich so aus, um 7:30 in der Früh aufstehen, bis 5:30, 6 arbeiten, nach Hause gehen, dann essen, duschen und so weiter. Und dann ungefähr um so 19:30 Uhr, zocken bis 21, 22 Uhr und dann bis 12 oder 12:30 Anime schauen. Ja, interessantes Leben, ne? Und am Wochenende ausgehen oder so. Das war mehr oder weniger immer so ein Ablauf und schon wieder gefällt. Ach, leck mich doch mal am Arsch. Ist es eigentlich. Nur das einzige Problem ist, wenn man jetzt denkt, okay? Also, wir reden ja jetzt hier nicht von irgendwas Kleinem wie MyVideo oder Clipfish. Nein, wir reden hier von YouTube. Und jedes Mal, wenn man sich denkt, okay, man getraut sich jetzt wirklich mal was Neues, kommt her und sagt, okay, man macht einfach, wenn man mehr Animes in die Birne reinbekommt als, keine Ahnung, deutsche Filme, haben sich gedacht, okay, dann macht man halt einfach wöchentliche Reviews, monatlichen Top 10, yep, hat man angefangen mit einem Top 10 Video, okay, hat man richtig, wirklich versucht, so gut zu machen, wie es ging, auch mit wenig Spoiler und so weiter, aber dennoch gut erklärt, um was es geht und warum er einer meiner Top 10 ist oder einfach extrem gut. Jupp, lädt man es hoch, okay, lest schon das wegen Copyright-Verletzung, dachte ich mir, okay, warum? Okay, an zwei Stellen wurde ein Lied verwendet, okay, es tut mir leid, mache ich das Scheißlied halt einfach raus und fertig. Jupp, nochmal alles gerendert, hochgeladen. Und was kommt? Es ist schon wieder eine Urheberrechtsverletzung. Dieses Mal gegen Kodokuba. Kodokuba ist die Firma, die was... Was heißt Firma? Ist mehr oder weniger diejenigen, die was die ganzen Animes und so weiter lizenziert hat und so weiter. Aber ich habe eigentlich nicht richtig gelesen. Weil ich habe das schwarze YouTube-Design, weil es einfach viel schöner ist, wenn man lange auf YouTube ist und ein Video ansieht. Ist erstens feiner für die Augen, zweitens sieht es besser aus, wenn es dunkler ist anstelle vom Weiß, also wenn man das sich in Vollbild anschaut. Dann habe ich eben gesehen, das ist weltweit gesperrt. Yep. Und was kann man dagegen machen? Nothing. Weil es einfach durch den, allein das Hintergrundvideo hat gereicht, um zu sagen, nope. Da habe ich mir gesagt, okay, nicht so schade. Weil ich glaube, das liegt auch daher, dass ich auch ein auf YouTube ein Partner bin und dass es da nicht so einfach geht und so weiter. Und da habe ich mir einfach gedacht, ach, okay, scheiße, geht zwar nicht. Man kann zwar immerhin, wenn man jetzt hier, wie zum Beispiel hier Medien, weil ich meine, über Medien braucht man nicht viel reden, außer vielleicht, was man über Medien generell hält, was die Firma verschissen haben und was nicht. Oder in Zukunft, aber ich meine, gameplay-technisch über Medien, nach Gameplay, hatten Medien überhaupt ein Gameplay? Nö, eigentlich nicht. Also von daher könnte darüber reden, aber ich meine, die Leute, was natürlich das nicht interessieren, denken sich halt natürlich auch. Zwei Kugeln auf dem Kopf und bang, bang, bang. So in der Art, wenn man es jetzt so böse ausdrücken darf. So, ja, aber was denn da auf Anfang wegen den anderen Leuten, was sie gesagt haben, ist es halt nur so, man hat ein paar Nebenprojekte angefangen, weil man gedacht hat, immer nur Medien, wird irgendwann gay. Weil es gibt ja auch mal eine Zeit, wo man mehr ein anderes Game zockt, wie Medien halt.